Hallo und willkommen zur Inputbox. Hier geht es um zwei Varianten, Text einzugeben und den irgendwie weiter zu verarbeiten. Einmal mit Inputbox und einmal mit Application.Inputbox. So, ich habe unten einen Tabellenblattnamen, ne? Inputbox heißt das Ganze. Wenn ich auf meine Schaltfläche klicke, auf meine Formularschaltfläche, die habe ich hier mit Entwicklertools einfügen, Formularsteuerelement, Schaltfläche geholt. Wenn ich hier draufklicke, öffnet sich eine Inputbox. Ich sehe rechts die Schaltflächen abbrechen und okay. Und hier sehe ich einen Text, einen Prompt. Ich sehe einen Titel und ich sehe eine Voreingabe, einen Default-Wert. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hier unten was einzutragen, zum Beispiel neuer Name für das Blatt und klick auf OK und das wird dann der neue Name für das Tabellenblatt. Das heißt, ich kann jederzeit umbenennen. YouTube Arteos, klick auf OK und dann wird das Ganze umbenannt. Was jedoch, wenn ich auf nicht auf OK, sondern auf Abbrechen klicke, ja, dann wird leider kein Wert übergeben. Das heißt, der Wert, der da steht, ist leer bei Abbrechen. Und dann wird hier leider, wenn nichts drin steht, das Ganze in den Blattnamen übertragen. Und es kommt zum Absturz. Also ich klicke nochmal auf Beenden. Das heißt, trage ich hier was ein. ABC ist alles gut. Wird das Blatt unten umbenannt, lasse ich es leer oder klicke auf Abbrechen, gibt es den Fehler. Das heißt, sowas muss man abfangen, man muss sich das Ganze mal genauer angucken, was da alles passieren kann. Der Code sieht folgendermaßen aus. Ich habe eine Variable, eine String-Variable, und diese Variable wird gefüllt mit Inputbox. Und zwar gibt es dann erst den Prompt, das ist der Eingabetext, das ist der Titel der Anwendung. Dann habe ich hier einen Zeilenumbruch gemacht mit Leertaste Unterstrich. Da geht es weiter. Und das ist die Vorbelegung der Inputbox. Das ist der aktive Tabellenblattname. Und das, was da eingetragen wird, das steht normalerweise dann hier. Klicke ich aber auf Abbrechen, steht hier nichts drin. Dann sind da nur zwei Anführungsstriche. Das ganze Ding ist leer. Und dann wird er versuchen, den aktiven Tabellenblattnamen auf leer zu setzen. Und das ist falsch. Also müsste ich da noch eine Kontrolle vorsetzen, wenn Steuerung Blattname ungleich leer ist, also wenn da wirklich Inhalt drin ist, erst dann darf er den Tabellenblattnamen tatsächlich umbenennen. Ansonsten bricht er die Aktion ab. Prüfen das nochmal. Hier Rename ABC, mache ich einmal 1, 2, 3, wird umbenannt. Klicke ich auf Rename, klicke ich auf Abbrechen, passiert nichts, gibt aber auch kein Fehler, also hier leer lassen, abbrechen oder hier leer lassen, abbrechen. Es gibt dann keinen Fehler da unten. So, nochmal gebaut. Sub-Nachbau, Inputbox. Was passiert hier? Ich fülle eine Variable Typ String, wo Text drin stehen kann. Inputwert. Die fülle ich mit dem Wert der Eingabe der Inputbox. Na, Inputwert. Das heißt, ich schreibe jetzt hier Inputbox, mache die Klammer auf, schreibe den Prompt, na, dann ein Komma, dann kann ich den Titel eingeben, Anwendung umbenennen und mache eine Vorbelegung. Die Vorbelegung sei zum Beispiel hier mal Application Caption, das ist der Name Microsoft Excel oben in der Titelzeile. So, und da kommt dann also was bei raus. Und man muss auch eine Klammer zumachen hinten. So, dann schimpft er sonst. Und dann mache ich meinen Test, wenn da nichts drin steht, dann soll er hier gar nicht weitermachen. Ansonsten soll Application Caption, so, ich drücke mal Tab, soll gesetzt werden auf den Wert der Stringvariable Input-Wert. So, testen wir das nochmal aus. Einmal auf Ausführen geklickt. Da oben steht jetzt hier, na, das ist der Name der Anwendung, Microsoft Excel, YouTube habe ich schon umbenannt. So, ich nenne es einfach mal Microsoft Excel. Klick auf OK. Dann ist oben mein Excel wieder zurückbenannt. Machen wir das nochmal. Ausführen. Ich nenne mein Excel, das ist mein Excel.
Na, klick auf OK und dann heißt die Anwendung mit Application oben Mein Excel. Okay, das ist die einfache Inputbox. Da steht dann Folgendes drin in der Inputbox. Das heißt, ich habe erst eine Variable als String definiert, fülle eine Variable, hier Inputbox Person steht hier als Prompt, dann Eingabe steht hier als Titel. Dann lasse ich mir den Benutzernamen als Default-Wert anzeigen. Und wenn da was eingetragen wird, dann lasse ich mir das als Text wiedergeben in der Message-Box hier. Oder halt, wenn da nichts steht, passiert hier, also wenn das leer ist oder ich auf Abbrechen klicke, dann passiert auch entsprechend gar nichts. Also das ist die Input-Box. Jetzt die Application-Input-Box. So, mit der Application Input Box haben wir was anderes. Ich habe hier eine Variable, die habe ich als Double definiert, also als Zahl, die krumm und sehr groß werden kann. Dann habe ich hier einen Wert, der hier eingegeben wird in eine Input Box, aber Application Input Box. Und hinten steht ein Parameter, nämlich Komma 1. Dieser Parameter Komma 1 besagt, dass hier wirklich nur Zahlen eingegeben werden dürfen. Und anschließend die aktuelle Zelle bekommt diese Zahl. So, ich gehe mal in mein Excel. Mache hier mal kurz eine neue Schaltfläche fertig. So, und wer hier draufklickt, der startet das Makro mit dem schönen Namen Wert wiedergeben. So hieß das doch, ne? Ich klicke mal auf OK. So, noch kurz umbenannt. Wert. So, das heißt, ich habe eine Zelle E1, das ist meine aktive Zelle. Klicke hier drauf und jetzt steht hier, geben Sie eine Zahl ein. Und ich mache mal nichts, da steht eine 0, klicke auf OK, dann steht da die 0. Ich klicke auf Wert eingeben, tippe eine Zahl, klicke auf OK, steht da die Zahl. Ich mache eine Nachkommazahl, ich habe ja Double eingegeben, klicke auf OK, dann steht die hier. So, jetzt tippe ich mal Text, klicke auf OK und dann sagt er mir, nein, Zahl ist ungültig, ich darf da nur Zahlen eintippen. Okay, ja, ich klicke auf Abbrechen und habe hier also die Möglichkeit über den Parameter zu steuern, was hier eingegeben werden darf. Ich darf hier auch klicken. Aha, klicken, G1, klick auf OK und dann steht hier der Wert von G1. Steht jetzt hier was? Und ich klicke nochmal auf Wert. Ups, erst markieren. Steht hier was? Kann ich da draufklicken? Nimm den Wert von G1, der wird ausgelesen und hierhin übertragen. Das ist gar keine Verknüpfung, sondern der Wert wird hier über die Inputbox eingelesen, wird dann hier in die Variable geladen und als Wert in die Zelle übertragen. Es gibt viele dieser Parameter und das wird dann so eingegeben, dass ich also wie bei dem anderen Makro gerade auch hier eine Variable belege, hier zum Beispiel eine String-Variable und sage, trage hier über Application Inputbox gleich etwas ein in eine Eingabezeile. Hier gibt es einen Default-Wert. Hier, Default-Wert, da habe ich mal einfach mal Name reingeschrieben. Hier gibt es einen Prompt-Wert, einen Title-Wert. Und mit Komma, 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 2 sage ich im Prinzip, da sind nur Texte erlaubt. Und lass mir diesen Text dann wiedergeben. Hier habe ich die Parameter beschrieben. Das heißt, ich kann den Datentyp, den mir Application Input Box zurückwirft, den kann ich mir bestimmen lassen. 0, es ist eine Formel. 1 eine Zahl, 2 ein Text, ich könnte auch 3 nehmen, dann wäre es Zahl und Text. Logischer Wert, also nur wahr oder falsch mit einer 4. Zellbezug, sehr spannend, eine 8. Und ja, noch mehr unten, das Ganze zeige ich mal in der Hilfe. Das heißt, wenn ich diese Form, diesen Befehl hier habe und den markiere und dann die Taste F1 drücke, öffnet sich die Excel-Hilfe und ich sehe zum markierten Befehl, Application Input Box, sehe ich hier die ganzen Parameter, ich sehe, wo sich die Box befindet, ich sehe hier, was die Typen bedeuten. Die Typen stehen dann noch ein bisschen tiefer. Hier unten ist genau die Liste, die ich gerade gezeigt habe. Und wir haben unten einfach noch ein paar Beispiele. Also hier unten sind Beispiele, wie man das Ganze nehmen kann. Also ich hätte hier auch das so schreiben können. Application Input Box Prompt Doppelpunkt gleich. Ja, dann muss ich die Reihenfolge da oben nicht einhalten. So musste ich ja hier diese Kommata setzen, dass er weiß, wo Type ist. Na, das hätte ich auch beliebig machen können, wenn ich da Type Doppelpunkt gleich vorgeschrieben hätte. So, das Ganze
nutze ich nochmal. Ich baue den Befehl einmal auf für eine Formel. Sub Formel eintragen. So, das Ganze, die Formel, die packe ich hier in eine Variable. Ja, gibt es was wie Formula? Nee, dann nehme ich String. Und diese Formel, die hole ich mir also über eine Application. Application Input Box. So, da ist er. Jetzt Klammer auf und jetzt, wie ist der Prompt? Haben wir ja gerade so gesehen. Der Prompt ist gleich Formel eingeben. Titel. Ja, mach das mal total durcheinander. Der Titel, der kommt gleich. Type ist erstmal 0. Das ist die Formel. Und Titel ist gleich Formel. So, ich führe das mal aus. Ist also völlig bunt formuliert. Erst Prompt, dann Type, dann Title. Ich führe das aus. Sehe, es wird trotzdem alles richtig gefüllt. Und ich klicke einfach mal auf eine Zelle und sehe, ah, gleich E1. Ich drücke mal F4 und schalte hier die Dollarzeichen durch. Es funktioniert. Und dann schreibe ich hier mal 2 plus, Klammer auf, 2 plus 3 mal 2 und klicke auf OK. Und ja gut, das erlaubt da. Jetzt kann ich nämlich sagen, okay, es gibt da eine Zelle im aktuellen Blatt, im Active Sheet. Da ist eine Zelle und die Zelle, die hat den schönen Namen, nehmen wir mal D4, Zeile 4, Spalte 4, schön einfach. Und die hat eine Formel. Und die Formel entspricht dem, was hier in der Formel über die Inputbox, Application Inputbox eingetragen wurde. Das heißt, ich führe das Ganze aus und hier, der Wert wird gleich gefüllt und was passiert da? Ich nehme diesen Wert und rechne mal Pi und klicke auf OK. Schau mir das mal an, das Ergebnis. Und jetzt steht hier tatsächlich die Formel korrekt drin. Ich mache das Ganze nochmal. Ich mache mir da mal eine Schaltfläche für. So, dann habe ich eine Schaltfläche für die Formel. Formel eintragen. So, das heißt, wer hier draufklickt, Formel, ja, der trägt hier eine Formel ein. Klick, Formel eingeben. Aha, ich markiere eine Zelle. Rechne plus, hallo. Das gibt natürlich einen Fehler. Ich klicke auf OK. So, und dann steht hier, hallo, ja, kommt ein Formelfehler raus. Was ist denn, wenn ich hier nur eine 2 eintrage? Klicke auf OK. Ja, dann trägt er gleich 2 ein. Das heißt, das gleich, das kommt von allein. Das ist hier, wenn ich hier also eine Summe eintrage, ne, nimm die Summe der Werte hier aus diesem Block. Drücke mal Enter, dann, ja gut, dann habe ich die Klammer vergessen, super, klick das nochmal an, nimm die Summe der Werte aus diesem Block, Klammer zu, ich muss das Gleichzeichen davor machen, ja, das muss ich machen, das hat er gerade von selbst gemacht, hier das Gleichzeichen davor, und dann gibt es die Summe von dem Bereich da oben. Also, wir können hier Zellbezüge übergeben, also ein Range füllen mit dem Parameter 8. Formeln übernehmen, Texte nur wahr oder falsch. Für mehr Informationen solltet ihr die Hilfe zur Application Input Box euch angucken und nicht hier vergessen, was passiert, wenn hier nichts eingetragen ist. Ja, dass hier vielleicht das Ganze abgebrochen wird, also geprüft wird, ja, wie ich es hier oben gemacht habe, wo ich geprüft habe, ob der Wert, der aus der Input Box ja, ob der leer ist und wenn er nicht leer ist, dass erst dann eine spezielle weitere Befehlskette gestartet wird. Ganz früher habe ich Inputbox nur immer als einfache Inputbox genutzt. Da geht bei weitem mehr, wie man sieht. Als letztes noch ganz kurz war falsch. Also hier habe ich gefragt, über Application Inputbox gibt es den Kunden im SAP? Wenn da wahr steht, ja, dann schreibe Kunde existiert wahr oder Kunde existiert falsch. Hier darf also wirklich nur ein wahr oder falsch eingetragen werden. Oder wenn ich hier was Falsches eingebe, dann schreibt er mir Fehler. Starten wir das nochmal kurz. Das heißt, hier gibt es den Kunden, da steht wahr. Ich klicke auf OK. Ja, Kunde existiert. Starte ich es nochmal. Kunde existiert. Ich schreibe false.
Dann schreibt er, Wahrheitswert ist ungültig. Ja, muss ich falsch schreiben. Klick auf OK. Kunde existiert falsch. Ja, starte ich es noch einmal. Kunde existiert, weiß nicht. Dann gibt er mir wieder die Meldung, Wahrheitswert ist ungültig, bis ich also wahr oder falsch eintrage. Besser, ich würde das hier noch in den Prompt mit aufnehmen, was hier an Eingaben übergeben werden darf. Viel Spaß beim Programmieren. Ich freue mich auf Feedback. Bis zum nächsten Video.